I demand justice for Nikolai Mew. Most of the part I will speak in German. I just would like to ask you, listen to the analysis of Dr. Todd Grande and listen to the defensive attorney speaking and look attentively at the videos he shows. I've been doing the Mermaker video, which will also be listed in the pinned comment. The pinned comment itself is more important than my now following German analysis. German part. Ich befasse mich hier seit über 300 Videos mit genau diesem Phänomen. Ein Einzelner wird zu Tode gemobbt, provoziert und tatsächlich, es könnte keinen plakativeren Fall geben als diesen, zum Mörder gemacht. Das ist kein First Degree Murder, sondern das ist ein Second Degree Murder. Das ist ein Totschlag gewesen. Und das auch noch in Self-Defense. Was ich auch sehr bezeichnend finde, ist in der, im Urteil der 12 Geschworenen, wie sie alle einzeln sagen, sie sind auch dieser Meinung, dass er guilty of first degree murder ist. Kein einziger aus der Jury traut sich, hier gegen den Grundtenor zu sprechen. Wir sehen dann weiter, ich hoffe, ich kann jenes Video auch noch verlinken, die, ich muss sie so nennen, Krokodilstränen der Youngsters, die plötzlich nicht besoffen sind. Und ich möchte Sie vor allem darauf hinweisen, bei den Videos, die der Defense Attorney zeigt, wie höhnisch da gelacht und geschrien wird. Diese Jugendlichen waren betrunken. Diese Jugendlichen waren darauf aus, dass an Kirchhorn. In der Analyse vom Todd Grande hört man auch, wie einer der ersten sagt, this Russian-looking man. Und da müssen wir uns auch das Datum anschauen, wann das passiert ist, nämlich Ende Juli 2022. Und das war genau dieser Monat, wo die ganze Welt wusste, jeder Mann, der Russian aussieht, ist grundsätzlich böse und ein Kinderschänder und was weiß ich noch alles. Also das war der klassische Fall von jemandem zu Tode provozieren, zu Tode im Sinne von in der Self-Defense, weil er halt zufällig gerade ein Messer in der Hose drin gehabt hat, weil er zufällig irgendwas geschnitten hat oder repariert, however. Er hat sogar die Leute darauf aufmerksam gemacht, dass man hier ein Telefon sucht. Ich habe ja dann auch noch die Vernehmung von ihm auch gefunden. Ich hoffe, ich finde ihn noch einmal, um die auch hier verlinken zu können. Und ich kann mich hier nur ans deutsche Publikum wenden. Ich habe ja auch schon gesprochen über die Drachenlord-Geschichte. Ja? Ich möchte insgesamt sagen, und deswegen mache ich dieses Video, dass es bitte zum Beispiel